Hi liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Mein Name ist Alex Hammerschmidt und heute sprechen wir über etwas, was jeder in seinem Newsletter braucht, beziehungsweise auch in Template-E-Mails braucht, für eine persönliche Ansprache und dass diese Ansprache so gut wie möglich ist. Weil jeder von uns hat das Problem, dass er ab und zu den Namen von einem Kontakt besitzt und ab und zu nur die E-Mail-Adresse. Was macht man da? Genau das schauen wir uns an in diesem Video. So, falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast, jetzt ist die richtige Zeit. Abonnier den Channel, dann lernst du immer mehr von E-Mail-Marketing und wie du dein E-Mail-Marketing auf das nächste Level hebst, beziehungsweise deine Verkäufe über E-Mail-Marketing und Listenaufbau weiter erhöhen kannst. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Channel zu abonnieren und eventuell auch schon das Video zu liken, aber das kannst du vielleicht auch später machen. Also oft werden wir gefragt, wie kann ich denn Leute ansprechen, wenn ich einmal den Vornamen habe und einmal den vollen Namen habe und einmal gar keinen Namen habe, sondern nur die E-Mail-Adresse. Wie mache ich das am besten? Ich will nicht Hallo, Abstand, Komma schreiben. So, was verständlich ist. Also dieser Standard Placeholder hat immer das Problem, du schreibst Hallo, First Name, also Hallo, Vorname. Und dieser Vorname ist natürlich mit einem Abstand zum Hallo geschrieben. Und dann kommt genau das raus, nämlich, dass du Hallo, Abstand, Komma als Überschrift in deiner E-Mail drinnen hast. Und das ist natürlich blöd. Also ist es sinnvoll, hier eine Alternative zu haben. Und genau das kannst du mit Dynamic Content in Mautic natürlich machen. Es funktioniert super easy. Also hier in Mautic gehe ich mal auf Kontakte. Und jetzt habe ich hier zwei Kontakte erstellt. Einen Testkontakt nur mit E-Mail-Adresse und einen Testkontakt mit Vornamen und E-Mail-Adresse. An die möchte ich jetzt eine Kampagne schicken, also einen Newsletter. Und da schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Als erstes mache ich mal ein Segment. Also du brauchst ja ein Segment, an das du deinen Newsletter schickst. Ich mache jetzt hier ein Testsegment, um diesen Test auch zu demonstrieren. Ich nenne das einfach mal Testsegment und speichere das hier ab. Dann kann ich zurück auf meine Kontakte gehen und gebe diese beiden Kontakte in das Testsegment. Also jetzt gehe ich hier auf Change Segments und gebe das hier in Testsegment hinein. So, jetzt sind die in meinem Testsegment. Also wenn ich hier auf Segmente zurückgehe, sehe ich jetzt das Testsegment hier und sehe zwei Kontakte. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich, aha, das sind die beiden Kontakte, die jetzt in dem Testsegment sind. Das ist sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich die E-Mail an dieses Testsegment versenden, um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Dann gehe ich auf Channels und auf E-Mails und mache eine neue E-Mail. Also rechts oben auf E-Mail, auf Neu. Und jetzt baue ich eine Segment-E-Mail. Und ich verwende jetzt hier einfach das Blank-Template. Das ist im Grunde genommen gleich. Und das Subject ist Test-E-Mail und intern auch Test-E-Mail und das Segment ist das Test-Segment. Das Ganze können wir auf Deutsch verändern und das Ganze ist auch published, okay. Und jetzt gehe ich hier in Bilder und das funktioniert sowohl im alten Bilder, also in diesem Standard-Bilder, als auch schon im neuen Bilder von Mautic. Und hier nehme ich jetzt den Dynamic Content. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Also ich habe hier den normalen Text. Das gebe ich jetzt raus. Und hier oben habe ich Dynamic Content. Und hierin bauen wir jetzt die Ansprache. Also wenn ich hier herunter scrolle, habe ich den Standard, also das Default, also die Standard-Ausgabe. Und da schreibe ich jetzt Hallo und gebe meinen Platzhalter First Name hinein, also Vorname. Hallo, First Name und macht den Beistrich. Und das spuckt mir jetzt natürlich hier den Vornamen aus. Also wenn ich einen Vornamen habe, spuckt es hier den Vornamen aus. Wenn ich keinen Vornamen habe, zeigt es Hallo und diesen ominösen Abstand an und dann erst den Beistrich, weil ich ja keinen Vornamen habe. Und das wollen wir jetzt verändern. Also füge ich noch eine Variante hinzu und sage Hallo, lieber Leser. Hallo, liebe Leserin. So. Und jetzt brauche ich noch einen Filter, nämlich wann soll diese Variante angezeigt werden. Und beim Filter sage ich einfach First Name
Also ich suche mir hier den Vornamen. Ist gleich empty, also leer. First name leer. Also wenn der Vorname leer ist, in der deutschen Version steht hier Vorname und leer, dann wird das angezeigt. Das ist sehr, sehr cool. Das kann ich jetzt hier einmal bestätigen und dann den Bilder schließen. So, Bilder schließen und speichern. Jetzt kann ich mir hier die Vorschau anzeigen und in der Vorschau sehe ich das Default. Also hier sehe ich jetzt Hallo First Name Beistrich. So, und das Ganze testen wir jetzt. Also ich gehe jetzt hier nochmal zurück und kann diese E-Mail tatsächlich senden. Wenn ich hier auf Senden klicke, wird das an beide versendet. Wunderbar. Wurden beide geschickt. Jetzt öffne ich mein Postfach und schaue, wie das Ganze aussieht. Und jetzt habe ich hier zwei E-Mails herinnen, beide Test-E-Mail. Einmal an die Alex plus Test 2 Adresse, wo ich auch den Vornamen kenne. Also Hallo Alex. Und die zweite E-Mail, die kam, ist hier an Test-E-Mail Nummer 1. Hallo liebe Leser, hallo lieber Leser, hallo liebe Leserin. So, und mit diesem kleinen Trick kannst du, egal ob du Namen in deiner Kontaktliste hast oder ob du nur die E-Mail-Adressen hast oder ob du die Leute generell anders ansprechen möchtest und so weiter und so fort, kannst du die Leute mit diesem winzigen Dynamic-Content-Stückchen genauso ansprechen, wie es für sie optimal ist. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du was lernen konntest, abonniere den Channel. Gib ein Like auf das Video, klick auf das Glöckchen, dann bekommst du jedes Mal eine Nachricht, wenn das nächste Video rauskommt und du mehr über E-Mail-Marketing lernen kannst. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Tschüss.